So, und damit wieder ein recht herzliches Willkommen zurück hier bei uns auf unserem Kanal. In der letzten Folge haben wir ja hier unseren dicken Platt gemacht. Ja, mit AKA Joseph da hinten in der Ecke. Der uns natürlich super geholfen hat, mich gar nicht. Und wir schauen heute mal, wie es weitergeht. Der Aufzug steckt oben fest. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Wow. Ich muss auch sagen. Es scheint so, als ob wir hier auch einen Speicherpunkt hätten. Ja, dass der Aufzug feststeckt, ist kein Wunder, ne? Also, muss man auch ganz klar sagen. Da sieht's aus wie ein Safe Point. Das also hat ihn blockiert. Okay. Joseph. Cleverer Boy. Cleverer Boy. Gucken trotzdem mal kurz hier rein, ob wir. Nö, hier können wir nichts kaputt machen. Schade. Guck mal hier, haben wir wieder Glibber. Und eine kleine Notiz, eine Tagebucheintrag von der Sebastian Castellanos. 17. Mai 2006, vor 8 Monaten haben Myra und ich geheiratet und du, meine kleine Lilly, bist das Ergebnis unserer Liebe. Ich kann es kaum erwarten, dich in 2 Monaten zum ersten Mal zu sehen. Aber ich habe auch Angst. Ich habe in meinem Job so viel Gefahren gemeistert, aber zu wissen, dass ich schon bald Vater werde, macht mir mehr Angst als alles andere. Ich verspreche dir, dass ich dich mit allen, Gott, mit allen Fasern meines Körpers lieben und beschützen werde, solange ich auf dieser Welt bin. Ich werde den neuen Abschnitt meines Lebens genauso beginnen wie alles Wichtige, was ich tue. Mit ganzem Herzen und der festen Absicht, mein Bestes zu geben. Du sollst wissen, dass deine Mutter und ich dich bereits jetzt über alles lieben und uns unheimlich darauf freuen, dich auf dieser manchmal rauen Welt zu begrüßen. Cool, er ist Vater geworden. Nice. So, damit können wir jetzt erstmal wieder saven. Was? Bitte was? Was war das? Okay. AKA Rick Blender. Und guck mal hier. Ah, okay, hat sich nichts verändert. Hier ist auch nichts weiter dazugekommen. Haben wir dann wenigstens eine neue Zeitung? Ah, okay, hier. KCPD Officer vermisst. KCPD Officer vermisst. Suche nach vermissten. Detektiv läuft. Der 36-jährige Detektiv Myra Castellanos vom Crimson City Police Department wurde als vermisst gemeldet. Obwohl sie zum Zeitpunkt des Verschwindens im Dienst war, bestritt ein Polizeisprecher jegliche Verbindung zu einem der Fälle, in denen sie ermittelte. Ihr Ehemann und Vorgesetzter Sergeant Sebastian Castellanos verweigerte einen Kommentar. Es ist, wie, jetzt ist unsere Frau weg? Okay, machen wir erstmal saven. Okay, also jetzt haben wir ja gesaved. Dann gehen wir uns jetzt nochmal kurz aufbessern. So, okay, jetzt haben wir uns natürlich nochmal ein bisschen verbessert. Und zwar haben wir die Sprintdauer ein bisschen erhöht und wir haben unseren Schaden, unseren Nahkampfschaden haben wir auch nochmal erhöht. Dann können wir auch wieder zurück. Diese Melodie, jedes Mal, okay. Gut, Ole Joseph ist schon mal in der Fahrstuhl. Und wir gucken, wo es uns hinführt. Er geht nach oben. Mal schauen, mal schauen. Das sieht auch schon wieder aus nach so einem Endscreen-Szenario. Da habe ich richtig Bock drauf. Nämlich gar nicht. Hier passiert doch bestimmt gleich wieder was. Hello, hello. Denkst du, Kidman geht's gut? Mir gefällt nicht, dass sie als Köder benutzt haben. Als würde jemand mit uns spielen. Joseph? Halt durch. Ist nicht mehr weit. Joseph? Wenn du dich jetzt verwandelst, mein Freund, haben wir ein Problem. Ich muss, glaube ich, Joseph ein bisschen im Auge behalten. Ich kann nicht sprinten.
Das sind nur zwei. Die schaffen wir. Nein, das ist keine... Ey, Joseph, Alter, wirklich. Du hast es aber auch nicht anders verdient, sag ich dir, so wie es ist, wa? Anstelle, dass du einfach auf mich hörst, Okay, jetzt müssen wir den hier irgendwie, retzen. Alles klar? Dummer Typ. Wirklich dumm, mir geht's gut, wirklich. Keine Sorge. Mir geht's gut, ja. Nachdem ich dich gerettet habe, du Nappel. Ah, okay. Wenigstens holst du hier mich jetzt rüber zu dir. Gibt's eigentlich hier hinten noch was? Warte mal, bevor ich jetzt hier irgendwie weiter step. Sometimes. Liegt da hier was? Aber es liegt hier diesmal nichts. Nichts, aber auch gar nichts. Du hättest sie einfach lassen sollen. Was zur Hölle? Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist besser so. Was soll der Scheiß? Könnt ihr nicht einfach die Brücke jetzt da kaputt machen? Gehen wir. Wow, Alter, wer schmeißt denn hier mit Sachen? Ja! Genau, was war das denn bitte? Einfach Explosion, Alter. Was war denn für eine Explosion? Gib mir Deckung. Gehen wir. Nein, nicht. Zieh, verbrennt. Verbrenn ihn. Kleiner Pisser, Alter, da hinten. Wait a second, was ist da passiert? Was ist da passiert? Wer zum Teufel wirft denn da? Wen habe ich denn jetzt? Vergessen zu töten. Joseph, bist du in Ordnung? Ich... Ja. Wen heilen? Hallo? Hallo? Heilen?
Okay. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Vor allen Dingen, kann ich hier schon irgendwie was erkennen? Hier da hinten liegt auf jeden Fall so eine Erfahrungskiste. Da ist nichts. Okay, also von hier hinten können wir zumindest nicht sneaky-technisch irgendwas kaputt klätschen. So, wir laden jetzt mal hier kurz nach. Wir haben auch nicht mehr so viel Munition, muss man ja auch sagen. Aber wir gucken mal, wie weit wir jetzt kommen. Der Vogel. Munition, Munition. Erstmal gleich mal. Falsche Taste. Nachladen. Okay, davon habe ich auch nicht mehr so viel Muni. Oh, das nervt ja, wa? Das ist ja mal ganz schön kacke. In Deutsch gesagt. Was war hier? Okay. Schön für die Schnipper. Es sieht doch hier auch schon wieder nach Ende aus, hier nach Endkampf. Sieht nach einem Marktplatz aus. Sieht verlassen aus, so wie alles hier. Wir sollten weitergehen. Ich finde hier leider gefühlt gerade zu viel Munition. Aber ich bin jetzt nicht traurig über Munition, ne? Also, davon mal weg, aber irgendwie. Was ist das denn? Achso, ja, das war ja das, genau. Kann ich ja jetzt Sachen wiederherstellen? Bin ich hier hinten dran? Okay. Perfekt. Nichts drin. So, wir gehen jetzt einmal hier kurz runter Rome, um zu schmulen, ob wir hier noch andere Sachen finden. Bevor wir uns das Band bei. Ja, ich habe das Band gesehen, dass da noch so eine Aufzeichnung ist. Wir jetzt aber erstmal hier kurz alles erkunden, weil ich habe nämlich die Befürchtung, wenn ich mir die Aufzeichnung anhöre, dass wir damit das nächste Event triggern. Was ich ja in dem Sinne jetzt noch nicht möchte. Sehr gut. Oh. Diese Bombe. Oh ja, yeah, der grüne Glibber. Okay, so haben wir denn jetzt uns alles grob mal angeschaut. Es sieht erstmal danach aus. Hier haben wir noch ein paar Kisten. Okay, das können wir nicht kaputt machen. Hier noch ein bisschen Glibber. Aber wir finden echt viel von diesem Glibberzeug. Wie gesagt, finde ich jetzt nicht verkehrt. Dieses Glibberzeug ist. Guck mal da hinten, da ist auch noch was. Ist natürlich super wichtig für die Stats, die wir dann uns aufbauen wollen, beziehungsweise bessern wollen. Oh, hier haben wir so ein bisschen vergessen. So, wir hatten doch hier noch was Schönes. Wobei, geht's hier nicht noch ins Haus hinein vielleicht? Nee, ich komme da zumindest. Kann ich hier hochklettern? Nee. Dachte, ich kann da irgendwie noch rein. Jetzt sieht so aus, als ob ich da rein könnte. Da geht's doch noch lang, oder nicht? Bin ich jetzt wirklich so blöd, dass ich das jetzt hier nicht sehe. Ich komme da echt nicht hin. Okay. Aufgeschissen. Hören wir uns jetzt erstmal das Bändchen an. Vater war ein unnachgiebiger Mann. Stolz und, wie ich dachte, intelligent. Aber er war auch fromm. Ein Mann des Glaubens.
Er hat die Kirche stets unterstützt, egal was in der Zeitung stand. Er hat jegliche Anschuldigungen abgewiesen, als wären sie unfehlbar. Die Elenden, das Ungeziefer, die Unnachgiebigen. Diese Kirche hat sie alle aufgenommen. Ich glaube, ich rieche diese Dinger. Und ewiges sie sind Leben in der Nähe. Versprochen. Doch sie kann ihnen nichts versprechen, was ich ihnen nicht nehmen könnte. Alter, Joseph, Alter, halt doch mal die Fresse, während ich mir das hier anhöre. So, er riecht die Dinger. Okay, sie scheinen in der Nähe zu sein. Das heißt, wir haben da hier wieder so ein Endszenario-Boss-Fight vor uns. Dann ist das schon wieder Kacke. Das ist doch, ich sag's so, wie es ist. Es ist einfach scheiße. So, und das heißt nichts Gutes, wenn ich jetzt darauf losgehe. Jetzt ist die Frage, komm, wir probieren's, hier rauszukommen. Eieiei, so ein Friedhof ist nichts Gutes. Was denkst du, wo wir sind? Du meinst wohl wann? Die Gebäude hier sehen aus wie im Mittelalter. Ja, aber es gibt Elektrizität. Aufzüge. Dieser Ort ist nicht real. Wie ein Wirrwarr aus Erinnerungen. Ich muss auch sagen, ich bin immer noch der Meinung, dass wir irgendwie zur... Ja, auch in der Klapse da sind und irgendwie quasi jetzt in so einer Traumwelt gerade hier rumrennen. Das ist ja immer noch so mein Szenario, was mir so im Kopf drin bleibt. Okay, wir gehen in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter. Wir werden für heute hier die Folge erstmal beenden. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, natürlich Abo da lassen, ne? Habe ich ja gerade schon gesagt. Und ihr könnt auch gerne kommentieren. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin. It just turns itself around and around. The night jokes tie.